eigentlich so eine hübsche Stadt, so eine bedeutende Stadt, eine Stadt von Weltruhm. Paris, die Hauptstadt von Piero Parker, hallo? Ja, hallo, was heißt denn hier eigentlich? Weil die Stadt und deren Bedeutung ein bisschen beschmutzt wird durch ihre Besucher aus aller Welt. Touristen, schön und gut, können einer Stadt auch Ruhm einbringen, aber diese Herren in ihren Kutten, die verbreiten eine häretische Lehre. Sagt derjenige, der bereits ein Pantheon gegründet hat. Nein, kurz davor steht, ich hätte jetzt gerade fast gesagt, wir Pariser, wir Franzosen sind ja weltoffen und da wir die Religion noch nicht, wir kennen bisher keine Religion, freuen wir uns zumindest in diesem Augenblick noch über die weisen Lehren, die hier aus dem fernen Osten hier an uns herangetragen werden. Aus Indien kommen diese Missionare. Gandhi schickt seine Missionare wie die Schmeißfliegen über die Welt, um sie von irgendeiner obskuren Glaubenslehre zu überzeugen. Da muss man schnell seinen eigenen Pantheons-Glaubenssatz schnell in Anführungszeichen wählen. Stellt deshalb, weil ich wäre gegen Ende der letzten Folge 5 Minuten damit verschwätzt haben, keine Entscheidung zu treffen, aber alle mal abzuwägen und zwischendurch den einen oder anderen schalen Witz zu reißen. Mittlerweile haben wir uns entschieden, haben festgestellt für uns beide, Piero Parker hat nämlich auch eventuell bald ein Pantheon, wäre die Gott des Meeres am besten, plus 1 Produktion durch Fischerboote. Das wäre für Piero aber noch ein bisschen besser als für mich und deshalb spekulieren wir jetzt mal. Ich selber hole mir auf Piros Anraten das für mich zweitbeste, nämlich den Gott der Handwerker, plus 1 Produktion durch Minen auf strategischen Ressourcen, bringt nicht ganz so vielen Feldern einen diesen Produktionsbonus als dieser andere Glaubenssatz, aber ist schon mal ganz gut. Bestätige das. Gründe dieses Pantheon. Und jetzt ist aber erstmal die Frage, nützt uns das überhaupt was, Piro? Ja, das hatten wir gerade spekuliert. Wie sieht das jetzt ganz konkret aus? In vielen Städten bei dir gibt es ja bereits, da herrscht ja bereits der Hinduismus vor. Und ist jetzt das Pantheon sozusagen stärker als der Hinduismus oder nicht? Was wir schon mal auf jeden Fall sagen können, und ich glaube, das ist ein bisschen Glück im Unglück für dich, ist, dass in Berlin, wo dieser Glaubenssatz wirkt ja auf strategischen Ressourcen, die eine Mine brauchen, also auf Eisen, auf Salpeter, vielleicht auch später auf Kohle, die kennen wir noch nicht. Und in Berlin beispielsweise wären das gleich drei Ressourcen, bei Kiew auch nochmal eine, bei Göteborg auch nochmal eine. Und diese drei Städte, die haben zum Glück, muss man vielleicht sagen, gehören noch nicht zum Hinduismus, sodass da jetzt auch direkt, man sieht es an diesem Sternchen rechts neben der neben dem jeweiligen Stadtnamen, dass da dann jetzt auch das Pantheon vorherrscht. Die Frage ist natürlich, wie ist es denn jetzt zum Beispiel in Moskau? Diese Stadt ist schon hinduistisch, hat da jetzt dieses Pantheon eine Bedeutung? Ich habe das mittlerweile schon mal in Kabul gezeigt. Da ist zwar laut Stadtnamen und Stadtwappen der Hinduismus vorherrschend und nur der Hinduismus. An der Vorherrschaft der Religion ändert sich nichts, aber der Pantheon-Glaubenssatz vor Ort ist unser eigener, Gott der Handwerker. Plus 1 Produktion durch Minen. Glück gehabt, es funktioniert tatsächlich. Cool. Wir können das nutzen. Ganz, ganz glorreich. Prima, das freut mich nämlich auch ein bisschen, dann ist das jetzt so ein bisschen das Witzige, sage ich mal, der Hinduismus, der hat einen Glaubenssatz, der dazu führt, dass man durch Weltwunder zusätzliche Glaubenspunkte bekommt. Das heißt, in Paris stehen ja schon seit vielen Jahrhunderten die hängenden Gärten von Paris, wer kennt sie nicht, und da durch dieses Weltwunder bekomme ich jetzt Glauben. Das heißt, die Hindus sorgen bei mir für den Glauben, den ich dann dafür investieren kann, mein eigenes Pantheon zu gründen. So ist das. Das aus Sicht des Hinduismus ja eher ein heidnischer Glaube wäre. Finde ich auch cool. Cool. Edge Badge, um das Ganze mal auf ein hohes Niveau zu hochzulegen. Edge Badge Gandhi, schiefgelaufen, Edgy Badge. Ja, nee. Ja, können wir auch genau noch dazu sagen. Und das schon in 2 Runden, denn nur 12 Glaubenspunkte brauche ich für ein Pantheon hier auf diesem ganz, ganz schnellen Geschwindigkeitsgrad sozusagen, den wir hier spielen. Derselbe Mechanismus gilt, begründet übrigens auch, warum ich überhaupt ein Pantheon gründen konnte, nämlich mit den Pyramiden. Die bringen ja auch plus 4 Glauben, dadurch habe ich auch 12. Nur was ich nicht verstehe, ich bin früher als du hinduistisch geworden. Deshalb habe ich eher den Boden. Alles klar, nee, jetzt ist gut. Das heißt, du profitierst deshalb später vom Hinduismus und von deren Weltwunder-Pantheons-Glaubenssatz, weil leider aus deiner Perspektive die indischen Missionare so spät in Paris eingefallen sind.
Ja, das zum einen und ich glaube zum anderen, weil das hier in Civ 6 ähnlich funktioniert wie in Civ 5, wo nachfolgende Pantheons immer teurer werden als die davor gegründeten. Mhm. Und dein Pantheon benötigte nur, ich glaube, 6 Glaubenspunkte, wohingegen meins dann jetzt schon 12 benötigt. Mhm. Irgendwie so, um den Dreh zumindest. Kann insofern. Gut sein. Ja. Würdest du mir gerade einen Gefallen tun und einmal diesen Bogenschützen bei Madrid schon mal ein bisschen vorbewegen? Denn dann würde ich, könnte ich meinen Siedler nämlich einmal hinterher schicken. Sehr gerne. Super. Vielen Dank. In Berlin ein Lager fertiggestellt, dadurch Handelskapazität plus 1 erhöht, weil wir ja mit Karthago in Karthago souverän sind, wir Deutschen, und die den Bonus haben. Das Lager plus 1 an Handelskapazität bringen. Ich zieh mal westlich um deine afrikanische Stadt herum. Mhm. Kleopatra meldet sich gerade bei mir und sagt mir, ich sei schlimmer als Brutus und Cassius zusammen. Die Welt wird die Wahrheit erfahren. Sie denunziert mich. Hier. Deine. Mal, du weißt, wir sind Blutsbrüder, wir haben ein Team-Eid geschworen, nichts kann uns trennen. Außer Kleopatra. Außer Kleopatra wird irgendwann sagen, hey WB, wie ist es hier, komm rüber nach Ägypten, hier ist schön kuschelig, komm in meine Gemächer. Allerdings, du kannst nur einen lieben. Ja. Ich muss mich ganz kurz hier eben einmal entscheiden, der Gandhi, der steht hier gerade barbäuchig vor mir und verlangt hier nach einer meiner Weinressourcen, will mir dafür aber auch ganze 5 Gold geben, da hast du nichts dagegen, oder? Das ist ein nettes Geld, das ich gerne mitnehmen würde, 5 Gold pro Runde. Ich habe keine Probleme, nö, der ist ja gut für uns, der missioniert uns, er ist mein Erzfeind in Kabul, es wird kurz oder lang einen Krieg mit ihm geben, füttere unsere Feinde, dann ist die Herausforderung mich umso größer. Eine sportlich größere. Finde ich gut. Finde ich cool, mach das. Freut mich, dass du das so sportlich siehst. Ja. Dann bekommt er jetzt Wein von uns. Du musst das so sehen, durch den Wein profitierst du ja eher. Vermutlich werden dann irgendwann die besoffenen indischen Kriegselefanten dann auf dich zutorkeln, des Weines wegen. Und, so wird es sein. Sag mal, brauchst du diesen Schwertkämpfer bei Leeds oder soll ich den mal runterschicken? In den Süden. Um zum Beispiel Tanga zu bewachen oder wen Tanga? Auch immer. Meinst du, die Leute sind da unanzüglich bekleidet? Oder um unanzüglich, ist auch Unsinn. Hm. Oder um den runterzuschicken in die neue Stadt, die du baust. Ja, du, wie du machst, du hast ja letztlich, hast du mir ja schon 2 Einheiten ja zugesagt, die mit mir Richtung Südafrika gehen. Ich glaube fast nicht, dass wir da noch eine dritte benötigen. Brauchst du den Schwertkämpfer in Leeds, ja oder nein? Nein, nicht unbedingt. Guck mal, alternative Geschichte einmal mehr. Kleopatra war wahrscheinlich so erbost darüber, dass du ihr die Pyramiden vor der Nase weggebaut hast, dass sie jetzt aus Frust einfach mal Petra gebaut hat. Das Weltwunder, das glaube ich in Jordanien steht, glaube ich, oder? Ich bin unfertiggestellt. Sicher. Unfertiggestellt, das steht da schon fertig. Und sieht hübsch aus. Tatsächlich, da ist es. Cool. Wunderhübsch. Nee, diese in Stein geschlagene antike Stadt. Ich glaube in Jordanien, oder? Aber straf mich lügen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube auch, bringt, glaube ich, Nahrungserträge, oder? Bei allen Feldern drumherum oder Nahrung und Kultur oder irgendwas. Auf Wüstenfeldern, glaube ich, gibt es ähnlich wie in Civ 5, gibt es dann zusätzlich Nahrung und Produktion, glaube ich. Ein neuer Stadtstaat wurde getroffen, es handelt sich um Hongkong. Habe ich auch gerade gesehen. Durch einen meiner Leute, die da unten rumgeistern. Schon bekomme ich eine Quest gestellt, Theaterplatz zu bauen. Von mir wollen sie einen großen Admiral haben. Mhm. Das wird wohl so schnell nichts. Suzerän Bonus von Hongkong ist, unsere Städte erhalten plus 20 Produktion für Stadtprojekte. Wäre cool für einen Wissenschaftssieg, würden wir ihn anstreben. Das tun wir aber nicht. Kumasi hätte gerne als Quest Handelsweg entsenden. Jakarta ist auch da. Jakarta? Das wäre schon in Indonesien. Ja. Wow.
Ach so, guck mal, dein Speer hat hier auf einer der, was ist das? Sind das die Philippinen, ne? Einen jakartischen Krieger entdeckt. Deswegen. Ah. Sind das die Philippinen? Nee, oder? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, was das eigentlich ist. Jakarta oder was? Nee, diese Insel, auf der Krieger dort steht, ist das noch Indonesien? Ich glaube nicht, ne? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich bin froh, dass wir die schlauen Zuschauer. Ein Gerücht wird uns zugetragen, Indien würde mit Frankreich handeln. Und jetzt kommt alles raus. Nein, ich habe ja sogar um Erlaubnis gebeten. Lieber Baby, sei mir nicht böse. Ich bin ja gar nicht böse. Das musst du mit dir selber ausmachen. Wir dürfen nicht aufhören zu entdecken. Und wir dürfen nicht aufhören zu entdecken. Heureka. Und wenn wir alles entdeckt haben, Akunum, kommen wir zum Anfang zurück und erkennen den Ort das allererste Mal. Handelsrepublik, juhu, ich kann meine Politik ändern. Cool. Wird erstmal die Regierung gewechselt von der Oligarchie. Dadurch weniger Kampfstärke für die Nahkampfeinheiten, war gut bei den Kriegen gegen die Stadtstaaten. Hin zur Handelsrepublik, bringt plus 2 Handelswege. Und als laufenden Bonus und einen Rabatt auf Goldkäufe. Und die Möglichkeit, 2 neue Karten zu platzieren. Gibt es eigentlich coole große Persönlichkeiten? Ach, wir haben doch immer dieselben. Nee, wir haben unterschiedliche große Persönlichkeiten. Da könnte ich gleich mal gucken. Ob es da einen gibt, wo wir darauf hinsparen sollten. Ja, im Prinzip haben wir schon die gleichen. Ne? Es gibt ja immer eine große Persönlichkeit, die sozusagen zur Wahl gestellt wird. Und wer sie halt zuerst bekommt, der hat sie halt. Ne? Was cool wäre plus 30%. Ich bin bei den Politikkartenproduktionen für Lagerbezirke und deren Gebäude. Das machen wir ja im Augenblick. Das wäre schon mal ganz gut. Jetzt ist die Frage, Schriftstellerpunkte, Generalspunkte, Prophetenpunkte, Wissenschaftlerpunkte, die Religion lassen wir weg, ne? Also Schriftstellerpunkte oder Wissenschaftlerpunkte. Ich geh mal gucken, muss das leider jetzt erstmal hier wieder. Na, das ist ein mäßiger Bonus, Schriftsteller. Die Schriftsteller sind ja, glaube ich, also diese Künstler sind alle immer gleich. Gott, das klingt aber auch ganz schön. Das klingt kulturfeindlich. Ne, würde ich gerade sagen. Ja, also fürchterlich. Aber hier in Civ 6 funktionieren die Künstler grundsätzlich immer alle gleich. Also die Schriftsteller geben immer die Möglichkeit, ich glaube, zwei oder drei Schriftstücke auszustellen, Musiker eben Musikstücke und so weiter. Wohingegen halt diese individuellen Boni dann, die kommen dann halt von den Wissenschaftlern oder den Ingenieuren oder den Händlern. Ne? Insofern mehr Spannung, mehr Abwechslung kriegst du eher bei diesen Gruppen. Für den Kultursieg ist dann natürlich so ein Schriftsteller dann sinnvoller. Wir hatten ja gesagt, dass du eigentlich auf den Kultursieg gehst, dann müsste und ich würde dich bewachen, dann könnte ich das also links liegen lassen. Ja, also ich werde hier hoffentlich demnächst mal ein bisschen besser aus dem Quark kommen. In 2 Runden kann ich dann die Modernisierung Chateau errichten und dann werde ich, so ist der Plan hier in Frankreich, Handwerker spammen, um ganz viele tolle, ansehnliche, hübsche Schlösser zu errichten, die dann die französischen Lande dann hier zieren sollen. Und das wird dann den Kulturausstoß des Landes dann auch etwas erhöhen und dann auch weiter die Ausrichtung Richtung Kultur dann weiter vorantreiben. Ich habe mich derweil entschieden, bei den Politikkarten zusätzlich dazu kommt die schnellere Produktion für Lagerbezirke und plus 2 Wohnraum für alle Städte mit mindestens 3 Spezialbezirken. Neue kulturelle Ausrichtung kann erforscht werden. Theologie in nur einer Runde. Kann man immer machen. Das geht ratzfatz. Bringt einen Gesandten. Ich staune gerade diese wirklich hübsche
Baustelle von des Kolosseums bei Kiew. Das sieht aus, als wäre es demnächst fertig. Richtig cool. Sieht echt hübsch aus. Und echt total hübsch, ja. Und was ich finde, wenn du mal so mit der Kamera dann ein bisschen nach unten gehst, sodass das Kolosseum am oberen Bildschirmrand verschwindet, dann spiegelt sich auch die Baustelle in dem Wasser wieder. Ja. Echt hübsch gemacht, muss ich sagen. Wunderhübsch. Erinnerst du dich noch, wie wir, als das Spiel angekündigt wurden, beide ein bisschen skeptisch waren, was die Grafik angeht? Und wenn ich nun mir das hier anschaue, muss ich wirklich sagen, Chapeau. Also da sieht man wirklich viel Liebe zum Detail. Du als Franzose sagst Chapeau, sagst du dann nicht Chateau? Das kommt ja auch demnächst. Ja. Moment, ich guck mal, ob ich noch ein paar Taler übrig habe für die Kalor-Kasse. Ich glaube, ich muss einzahlen. Das war jetzt gerade. Ja. Das war nicht ganz dein Niveau. Das war quasi nur preußisches Niveau. Aber. Ja, dazu fällt mir gerade eines. Wie war denn das? Warte mal. It's high to be a price, but it's higher to be a buyer. Ja, jetzt zahlst du bitte ein. Ja, kann muss ich natürlich sagen, als Norddeutscher war das gerade ein Eigentor, ne? Ach je, naja. Kann mal passieren. Das. Ja. Aber auch mal ein bisschen was getan für deine Zuschauer aus dem süddeutschen Sprachraum. Servus, grüß Gott, grüezi. Also, du hättest gerne immer noch einen Handwerker, ich schicke ihn dir rüber nach Rom oder ich versuche mal selber in Rom das eine oder andere zu modernisieren. Gerne. Deutsche Gastarbeiter gelten sehr bekannt für ihren Fleiß und für ihre Zuverlässigkeit. Insofern sehr, sehr gerne. In Italien, genau. Ich glaube auch, dieser Handwerker, der jetzt runterzieht, der deutsche Handwerker nach Rom, ich habe gehört, du hättest ihn geködert, der soll ein Moped bekommen, ne? Ich glaube, da kommt es. Nicht so ein Moped, so eine Vespa, oder? Oder da habe ich hier irgendwas durcheinander? Ich glaube, da kommt irgendein Insider, irgendein Witz, den ich noch nicht Lunte gerochen habe, wie die Pointe lauten wird. Ja, das war also auch ein bisschen sehr speziell, weil einer der, es gibt so ein vergleichsweise berühmtes Foto, was immer wieder auftaucht, wenn es um die Integration der sogenannten Gastarbeiter in der Bundesrepublik der 50er Jahre geht, wo ein italienischer, in Anführungszeichen, Gastarbeiter, der bekommt ein Moped geschenkt, ich glaube von hohen deutschen Politikern, ich weiß nicht, vielleicht sogar den Bundespräsidenten, der ist der Tausendste oder Zehntausendste oder Hundertste, und bekommt dann ein deutsches Moped geschenkt als Anerkennung. Steht dann ganz verstört und ein bisschen eingeschüchtert, aber auch freundlich und stolz lächelnd in der Heerschar von schwarz berockten Anzugträgern. Kann man irgendwo googeln. Gibt es aber, das Foto. Okay, das war ein sehr spezieller Gag. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade mal, weil den Gag hatten wir, also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass immer wenn du, dass ich nebenher google und dann klug tue, jetzt habe ich nebenher in der Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben, Italiener Moped Bild und habe gefunden eine Comiczeichnung von einem Pizzaboten auf einem auf einer Vespa mit einer Kochmütze auf dem Kopf und es sieht völlig bescheuert aus. Das, ich hatte gedacht, ich kann jetzt nochmal irgendwie klug mitschwätzen und hier so tun, als wüsste ich genau, wovon du redest. Und muss dann jetzt wohl leider einknicken und zugestehen, ich glaube, ich kenne dieses Bild nicht. Schande. Deutsche Schwertkämpfer südlich von Rom. Ich wäre beunruhigt, wenn es nicht mein lieber WB wäre, der hier... Ja. Aber du bist hier auf dem Pferdefeld. Möchtest du Pferde... lass meine Pferde in Ruhe, bitte. Also, ich finde die nicht so unglaublich schmackhaft, muss ich sagen. Ich habe noch nie Pferd gegessen. Also, ich finde nicht abstoßend. Pferdewurst würde ich niemals essen. Nein. Finde ich ganz, ganz abstoßend. Ich habe mal, das liegt schon Jahre zurück, da war ich als junger Mann auf einer Journalistendelegationsreise in Kasachstan. Das war Ende der 80er, als Perestroika noch nicht zu Ende buchstabiert war. Da habe ich tatsächlich irgendwo auf einer Kolchose oder einer Sofrose, ist mir bei diesem Delegationsbesuch irgendwo inmitten der kasachischen Wüste, wo wir in einem kleinen Bus hingefahren worden, vergorene Pferdemilch und vergorene Kamelmilch serviert worden. Boah, das klingt ja... Ich war leicht berauscht. Die Kamelmilch war echt lecker. Das war echt, echt cool. Es klingt widerlich. Muss ich sagen. Eine kulturelle Ausrichtung kann gewählt werden. Und ich kann ein Pantheon gründen. Ja! Jetzt tue das. Schnappe ich mir diese Produktion durch Fischerboote. Ja, unbedingt. Cool.
Und da ich ja, wie angekündigt, in einer Runde dann beginnen werde, meine Handwerker herauszuspammen, werde ich dann natürlich ganz, ganz viele Fischerboote neben den Chateaus errichten. So der Plan. Mhm. Und diesen Glaubenssatz dann auch richtig gut auskosten. Ich merke gerade bei der Auswahl der weiteren kulturellen Errungenschaften, die ich forschen könnte, es fehlt im Deutschen Reich ein bisschen an Kultur. Es fehlt an Kultur. Dabei machst du, glaube ich, im Moment sogar mehr Kultur als ich. Es reicht nicht aus. Worauf genau zielst du denn ab? Wofür fehlt denn etwas? Nee, es geht einfach zu schnell voran. Nicht schnell genug voran. Ich war gerade im Bereich hier, wo man die sich einstellen kann, die nächsten Ausrichtungen. Hab da mal in die Zukunft geschaut und es dauerte teilweise sehr viele Runden. Ich glaube, ich baue doch noch mal einen Theaterplatz. Den ersten überhaupt. Den ersten eigengebauten. Träumen die Deutschen bereits von den Social Media, die man von der kulturellen Weltherrschaft? Ganz am Ende des Spiels ist es eine kulturelle Errungenschaft, Social Media zu erforschen. Hältst du Social Media für eine kulturelle Errungenschaft? Oh, da ich davon lebe mittlerweile, selbstverständlich. Und du? Selbe Frage. Selbe Frage. Tja, ich bin von Berufswegen da so ein bisschen mit infiziert und insofern ich stand dem Ganzen am Anfang etwas skeptisch entgegen und heutzutage denke ich, ohne kommt man irgendwie nicht mehr so wirklich aus. Ich weiß es nicht. Es ist inzwischen schon so weit, dass ich jetzt zum Einschlafen nochmal kurz durch Facebook scrolle. Das ist eigentlich etwas, was ich immer verhindern wollte, aber inzwischen bin ich da selber angekommen. Vielleicht sollte man sich auch einfach nicht dagegen wehren. Das ist eben einfach, wie die Welt heutzutage funktioniert von diesem ganzen Social-Media-Kram, ob man es jetzt gut oder schlecht findet. Liebe Zuschauer, wie seht ihr das? Was haltet ihr von Social Media? Zum Beispiel von diesem Moment. Ich habe mir das Stichwort notiert. Irgendwas mit You. Ganz genau, ganz genau. YouTuber. Was haltet ihr von dieser YouTuber? Ist das etwas, was euch persönlich, wo ihr mit viel Zeit verbringt im Alltag? Und sagt ihr euch, nee, tut mir leid, da bin ich für alt, zu alt für. Oder vielleicht noch nicht jung genug? Wie auch immer. Denkt über diese philosophische Schlussfrage nach, versucht Sinn drin zu bringen und postet doch bitte mal was auf diesem YouTube als gescheite Antwort auf meine Frage. Bis dann.